Hey, 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 hallo, Retsam. Oh, hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja. Zieh die Brille ab, dann siehst du besser. Hallo, Community. Aua. Willkommen bei einem weiteren Let's Play von 7 Days to Die. Ja, es ist, glaube ich, jetzt die 5. Folge hier. Wir sind noch am Aufräumen. Wir sind ja gründlich, haben wir ja gesagt. Ja. Also müssen wir wieder reingehen. Du kannst doch nicht... Du kannst... Was stellst du dich da oben drauf? Ja, wir gehen jetzt wieder ab ins Treppenhaus. Ein Stockwerk, nee, zwei Stockwerke müssen wir schon hoch, gell? Zwei? War man im ersten Stock nicht fertig? Büro? War da Büro, genau. Mehr war nicht. Ja, zweiter Stock, ja, genau. Mehr war nicht. Also, wieder nach oben. Ja. So? So, ja. Genau, so. Da haben wir doch schon was. Nee. Ich gehe hier lang. Toll. Sag mal, höre ich dann einen Zombie? Ich wollte auch gerade sagen, ich höre einen Zombie. Aber hier ist ein Fernseher zum Zerlegen, wenn du möchtest. Ja. Den nehme ich mit. Aua! Aua! Shit, ich habe mich verklickt. Ah! Und ich habe keinen Verband dabei. Doch, ich habe Verband. Ja, Verband habe ich auch keine mehr. Wow, der steht wieder auf. Ja, wieso? Wieso gibt's denn hier Zombie-Line? Wir waren hier noch nicht. Hey, wir sollten gar nicht kaputt hauen hier. Ja, wir brauchen das Zeug noch. Was ist das denn da? Oh, da sind viele. Lauter Businessman, die Marketingabteilung. Ich hau überall, aber nicht auf Zombies. Ja, der Zombie haut aber mich. Ich will auch so treffsicher sein, sag er mal. Ist jetzt gut hier. Hier ist ein Tresor. Wie lange macht man den? Warte mal. Ist da was drin? Weiß ich nicht. Machen wir auf. Da kommt ein Zombie. Hallo, Businessman. Ich fange mal mit dem Tresor an. So, schauen wir mal. Komm, steh auf. Aufstehen. Der will nicht aufstehen. Hinter dir. Zwei Level ab. Ja, also viele habe ich nicht mehr auf meiner Spitzhacke. Also ein paar Sachen gehen noch, aber dann wird's kritisch. Da ist eine Küche. Ich will zu der Küche. Oh, das ist für dich ein... Dass Pfeile schneller eine Modifikation. Der grüne Kreis? Ja, genau. So Kabelschnur. Ja, die nehme ich doch glatt. Ah, da musst du hoch, da oben rauf. Ja. Da ist Glas. Hier. Oh, spring. Nochmal, okay. Spring. Oh. Nein, okay, spring. Warte, ich mach was. Oh, ich wollte doch auch mal. Ach so, ja, die Modifikation wollte ich ja, genau. Ja, die werfe ich dir runter. Werfe ich dir die runter? Ja, ja, nee. Du kommst doch nachher wieder runter. Ja. So. Ach so, das ist schon leer. Ja, mir ging es ums Glas. Wo ist das Glas? Kein Glas? Nein.
Wasserhähne. Aber okay. Also. Auf der Rückseite ist eine Küche. So, Moment, so weit bin ich noch nicht. Ich gehe gleich. So, zwei so Toilettenhäuschen sind Was haben wir denn da? Ja, die habe ich schon geleert. Okay. So. Jede Menge Rezepte. So, schauen wir mal die Küche an. Farbe. Wasser. Da waren wir aber echt noch nicht. Hier ist auch nochmal ein Wasserhahn. Zum Abmontieren. Ich habe keinen Schraubenschlüssel. Hier drüben. So, komme. Aber gib mir die Modifikation erst. Ich will die Modifikation. Ja. Ach, ja, ja. Oh, geil. Oh, so. Modifizieren. Leere Bookcase, leere Aktenschrank, leere Sachen. Oh, Mülleimer, vergessen. So. So, was ist da drüben? Wieso komme ich da so nicht hin? Geleert hast du alles in dieser Küche, so Teeküche. Eigentlich ja. Okay. So. Wieso waren wir in diesem einen Raum nicht drin? Wir waren hier noch gar nicht. Hier waren wir wieder. Ja, hier waren wir schon. So. Und waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir auch schon. Ja. Ich bin schon gleich wieder voll. Mir ist das auch so, das Schneegang. Nee, hier war man noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind. Toll. Und wie sollen wir denn, wie sollen wir bitte schön darüber kommen? Wo? Zu dem Rucksack. Das über vom überm SMS-Melter nur. Ah, okay. Na, hat sich nicht rentiert. Zwei Holznuppel, die zerlege ich gleich in Sweatshirt und eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, willst du das Sweatshirt haben? Nein. So. Echt jetzt? Da klopft irgendwo irgendwer. Bauarbeiter. 2, 3, 4. Wow. Nein. Die kommen gleich von oben runter. So. Ach du Scheiße. Aha, und ich habe keine Kugeln drin. So. Komm her. Boah, da kommen noch eine ganze Horde. Ja, genau. Er kann mich durch das Eisen schlagen, aber wenn ich hauen würde. Naja, es muss schon ein Unterschied sein. Geht er da oben noch? Ja. Hier bin ich. Hey! Sag mal, das gibt's doch nicht, oder? Was haben die für eine Reichweite, wo sie hauen können? Das ist so abnormal. Du haust daneben, triffst nicht und sie treffen dich. So.
Ist geklärt. Lebst du noch? Ja. Aber? Ich traue mich da in dem Hüttchen nicht da reingehen, in diesen provisorischen Fahrstuhl. Hier, hier. Moment, ich komm. Du kannst ganz normal durchlaufen. Sicher? Und das bricht nicht ein? Das schaut doch so aus, als wäre das fürs Einbrechen gemacht. Ja, sieht so aus, aber alles gut. Okay. So, ich bin voll. Ich auch. War hier nicht irgendwo der Abgang gewesen, du gesagt? Ja, genau. Da haben wir irgendwie... Der ist hier vorne, glaube ich, wenn dann... genau. Ah, dann müssen wir einmal durch das Gebäude hier durch. Zack, zack, zack. Da drüben raus. Ah, genau, ich wusste es doch. Und hier ist der Untergang. Oh. Und dann hier runter. Und dann hier im Eck runter. Ha! Und dann. Dann sagt jeder seine Methode runterzukommen. Wenn man nur so wieder hochkommen würde, ja? Mhm. So, legen wir mal ab, was wir ablegen können. Oh, haben wir da für die Kiste irgendwas? Nö. Nö. Alles nur für die Rechte. Naja. Okay, alles abgelegt. Ich gehe zur mittleren Kiste. Mhm. Das Sweatshirt darf hier nicht rein, das darf hier nicht rein. Das kann rein, das. Oh. Kiste. Das heißt. So, Kiste voll, also Kiste voll nicht, aber. Ja. Sie ist schon voll. Kann man schon so sagen. So, was hast du gesagt, du hast keine Verbände mehr, gell? Da. Ja. Habt ihr welche da hinten geworfen? Ja. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt habe ich gerade einen genommen. Nehme jetzt noch einen und dann nehme ich eine Schmerztablette, dass ich wieder voll bin. Wobei, brauche ich nicht nehmen. Aber essen müsste ich wieder was. Ich esse und... bringt zwar nicht viel. Okay. Nächste Runde. Sind wir schon? Wir sind schon. So, warte noch kurz. Moment. So, ich laufe danach. Sonst finde ich mich wieder nicht zurecht. Immer zum Licht hin. So, zweiter waren wir. Dritter. Genau, Stock 2. Erledigt. Dritter Stock? Da war die Marketingabteilung. Da müssen wir raus, weil da geht's nicht. Ja. Genau, die Marketing, da müssen wir durch. Meinst du, das ist ein... Es schaut schon so aus, als wäre das ein... Aber es zeigt mir nichts an. Ich bin gespannt. So, da war nichts. Hat ein reiner Sadist geplant. Ha! Munition. Ein bisschen zumindest. Ja, das war wahrscheinlich ein reiner Sadist. Da ist Glas. Und genau das gleiche ist da oben nämlich auch gewesen, dachte ich. Das war was dort beim Waschbecken und so. Ja, aber es war Stein, gell? Es war Stein, ja. So. Warte mal. Da waren wir drinnen. Da drüben waren wir auch drin. Da waren wir nicht drin. Doch, da waren wir schon drin. Genau, da geht es nämlich wieder hoch. Da war doch irgendwo ein Koffer. Hast du in den Koffer reingeguckt? Den habe ich ran. Ja. Im Aufzugsschacht den Koffer? Okay. Ja. So, dann. Was war hier? Hier war doch auch irgendwas. Ach, das war das mit den Dingern. Mit den Fallen. Ja. Ja, oben, genau. Nein!
Wo? Also man bricht sich nicht mehr im Fuß. Aber guck mal hier. So. Okay. Da war nichts drinnen. Da waren diese irgendwie komisch mit diesen mit diesem Deckel am Boden. Die vielen, die unten waren. Ja, genau, so. Ja, dann gehen wir zurück ins Treppenhaus, oder? Ja. Wieso springst denn du da so runter? Weil ich gedacht habe, ich kann rüber springen. Jetzt habe ich mir den Fuß gebrochen. Okay. Ich gehe da mal nach unten. Ich versuche den Weg anzufinden. Beenden wir dann den Ausflug hier, weil wir sind eigentlich fast durch. Weil wir haben vierten Stock. Du, das ist nicht schlimm, weil wir haben Klebstoff da und wir haben Wände da. Okay. Und dann machen wir einfach Rezepte, Klebeband, fertigen. Klebeband, Rezepte, Schiene, fertigen. Schiene anlegen. Gehalt. Und dann komme ich wieder. So. Ich bin gerade bei der Marketingabteilung. Ja. Ja, vierter Stock hier zum Treppenhaus und dann vierten Stock, würde ich sagen. Den würde ich gerne noch gucken, weil ich meine, da war noch was. Ich gehe kurz raus. Ja, aber ich habe nämlich im Kopf, dass wir da noch einen Raum hatten, wo vier Shotgun- und Missile-Kisten drin waren. Deswegen gucke ich jetzt. Ich höre einen Zombie. Ich komme gleich, ich muss nur kurz. Warte mal. Ich muss nur überlegen, wo war denn das? War das hier durch? Das Treppenhaus? Genau, das war da hoch. Sag mal, respawnen die so schnell hier? Wir haben das nicht geklärt, das Gelände. Genau so. Ich bin gleich im vierten, also ich bin jetzt gleich im fünften Stock. Und ja, das ist oben, das Dach. Okay. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube, du kannst unten bleiben. Okay. Echt jetzt? Ich bin eine kleine Höhe runtergesprungen, habe mir wieder den Fuß gebrochen. So. Okay. Was soll's? Ich nehme den kurzen Weg. Aha! Nee, oder? Ich bin ins Wasser gesprungen, von oben in das Becken, was sehr tief ist. Und bin unten am Boden aufgeklatscht. Ich nehme den kurzen Weg. Menno ist gestorben. Ja, genau. Ich nehme den kurzen Weg. Du, das war nicht gelogen, weil der kurze Weg... Glaub mir. Da, ich bin schon an der Fabrik. Ach. Guck, ich bin hinter dir. Da, 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 da. Ja. So, ich hol mein Zeug. Das ist gut. Echt jetzt? Wir haben draußen Zombies. Okay, Moment. Ach nee, ist nur einer. Okay. So. Du schaust noch in den vierten Stock? Nee, der vierte ist nicht wirklich was. Ich hole nur mein Zeug, dann komme ich raus. Okay. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich von hier aus zum Wasserbecken kam. Ah, da hinten. Da ist das Wasserbecken, ich sehe es. Du bringst schon das Zeug zurück? Ich würde eine Fuhre schon wegbringen. So. Weil nur mit unseren beiden Fahrrädern und so werden wir das alles nicht hinkriegen. Ja, Minibikes. Minibikes. Ja, ja, aber jetzt haben wir einen Motor, jetzt kann ich eins bauen. Nur eins? Oh, das ist aber schade. Ja, macht nichts, macht nichts.
Du, aber oder noch eine Mischmaschine. Stimmt. Falsch gelaufen. Wir sind hier schon wieder falsch gelaufen. Da, jetzt. Haben wir noch einen Schraubenschlüssel da? Glauben. Da sind noch ganz viele Fahrzeuge hier. Ja. Du musst in der Kiste links schauen. Wenn, dann in der Kiste. Ein fast ganz beendeter Zweier-Schraubenschlüssel. Da ist diese Grube, diese Minengrube. Ist das eine Mine überhaupt? Weiß ich nicht. Bringst du meinen Schraubenschlüssel mit? Ja. Wir machen mal die Autos vor dem Shotgun-Messier-Platz. Weil die halb zerstörten sollen eher einen Motor droppen, als sie zerstörten. Mhm. Ich habe fast zwei komplett zerstören können. Und dann haben sie mich verlassen. So. So, na immerhin haben wir die Fabrik komplett zerlegt. Ist doch super. Ja, also ich bin nicht böse um das, was wir geschafft haben. Für den Heuballen schmeiße ich weg, den müssen wir nicht mitnehmen. Echt jetzt? Willst du den Heuballen mitnehmen? Wir dürften so viele haben. Aber. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hin müssen. Weil, ja, ich habe unsere. Doch, da habe ich Home. Weil ich orientiere mich Richtung Shotgun immer an. Also immer. An deinem blauen Fader. Nein, was mache ich denn? Home. So. Home. Wegpunkt setzen. Wegpunkt setzen. Wie ging denn das? Ah, schneller Wegpunkt, genau. So. Schraubenschlüssel, genau. Hast du gesagt. Ja, dann kann man nämlich da die Fahrzeuge nochmal zerlegen. Ui. Ich sag einfach mal die Fahrzeuge zerlegen. Vielleicht haben wir echt das Glück, dass wir gleich zwei Minibikes machen können. Ja, wenn nicht, kriegst du eins und gutes. Also einen Zementmischer. Du bist doch nachher eh unterwegs. Bau dir ein. Das Minibike hat, glaube ich, schon einen größeren Kofferraum. Ja, weil ich habe ja gesagt, ich baue an der Base. Können wir auch machen, ja. Und damit die Minibike bist du dann schneller unterwegs. Kommst du mir entgegen? Mhm. Ich fahre auch gerade mit dem Fahrrad. Deswegen. Du siehst, neben der Bauhütte habe ich dann zwei so Lagerkisten hingestellt. Die habe ich einfach nur vollgemüllt. Warum hast du denn da Lagerkisten hingemacht? Ich habe mich nicht getraut, alles schon richtig einzuladen. Wir sind eh bald mit der Base fertig dann. Ja, das schon, aber wir haben doch da so viele Kisten an der Wand hängen. Ja. Hättest doch dort einfach reinschmeißen können und dann beim Umräumen, wenn alles da ist. Ja. Ich baue dir jetzt auch gleich das Erdgeschoss aus. Ja. Weil ich habe mir nämlich überlegt, mit dem Treppenabgang, hi, du wolltest ja viel Platz, nee. Voilà. Jetzt fahre ich auch noch gegen den Baum. Mit dem Treppenabgang mache ich vielleicht doch oben zu und mache einfach. Toll. Ich will da Schuhe aufnehmen. Kann ich irgendwas zerlegen? Kann ich irgendwas zerlegen? Kann ich irgendwas zerlegen? Wie sieht denn dein Fahrrad aus? 71%? 66. Ja, auch nicht mehr das Neueste. Es tut's noch. Ich bitte dich. Ja, außerdem, ich glaube, die Reparatur ist gar nicht so teuer. Was ich richtig teuer finde, also... Bam! Zombie angesprochen. Na, was ich richtig teuer am Reparieren finde, das ist,
weil ob ich ihn mag oder nicht, sondern ist der Erdbohrer, finde ich. Das ist richtig teuer. Der wird schnell kaputt und kostet viel. Ein Reparaturkit. Oder zwei. Also, ja gut, wenn du die hohen hast, dann bist du schon bei mehr dabei, das stimmt schon. Aber du brauchst den Erdbohrer eigentlich, wenn du richtiges Stahlwerkzeug hast, nicht mehr. Weil mit dem Stahlwerkzeug haust du einmal drauf und dann bist du bedeutend schneller. Ja. Ja. Deswegen, ich warte ja, dass wir das Stahlwerkzeug kriegen, weil mit dem Stahlwerkzeug würde ich dann gerne nach unten gehen. Aber ich sage, oben machen wir die Plattform dicht, machen eine Schleusenklappe hin, dass wir einen Stockwerk tiefer kommen über Leiter. Und da ist dann quasi der Abgang. So. So. Lot der Schotfabrik. Lot. Okay, das heißt, ich muss es da einräumen. Egal wie, oder was? Egal wie. Einfach Masse. So. Soll ich dann wieder zurückkommen? Ich habe noch eine Rohrzange da gehabt. Zwei habe ich mitgenommen hier, ja. Ich blindes Huhn hatte noch eine. Wie sieht dein Essen aus? Ja, geht. 99 habe ich. Ja, gut, okay. Gucken wir mal, was wir machen können. Das sieht hier unten aus. Ich weiß nicht. Ratsam? Ja. Hast du hier gebuddelt innen drin in der Base? Es war ein Irrtum. Wie soll ich denn das verstehen? Ich war gerade so im Graben und habe weiter gegraben. Das ist fatal, weil da das ist Schwachpunkt bei den Zombies. Müssen wir doppelt. Die müssen wir zumachen, die müssen wir wieder mit Erde zumachen. Ja, weil der Treppenabgang nicht ziemlich in der Nähe ist. Sonst gehen die Zombies darüber rein. Gut, das war doch jetzt schon gesehen haben. Ist ja nicht schlimm. Ja. Hat draußen einen ganzen Graben zum Graben. Grabt in der Welt. War ein Ausversehen. Ja, ja. Ich ernte gerade mal noch zu Hause gleich mal. Mhm. Und dann gucke ich mal, vielleicht kann ich dir ein schönes Steak mit Kartoffeln Pommes machen. Aber das ist super. Also die Feldgröße ist genau richtig. Ist auch für alle, die zu zweit unterwegs sind, die Feldgröße reicht, weil es wird ja nochmal gescaled. Da gibt es dann richtig viel. Und es reicht. Wie gesagt, ihr seht, wie wir eigentlich mit der Nahrung klarkommen. Ja, wo wir Probleme haben momentan, gebe ich zu, ist das Fleisch. Wir haben jetzt seit ganz lange nichts mehr bekommen. Aber auch das Problem werden wir lösen. Denn wir werden uns hier jetzt dann mal, weil es ist Tag 12, werde ich den Retter mal Richtung Bauernhöfe schicken. In die Stadt hinein und da dürften die Schweine wieder respawnt sein. Während ich dann nachher hier baue. Und das ist ja gleich hinterm Haus. Ratsam denkt sich bestimmt, warum ich schon wieder. Warum muss ich immer? Ich muss kochen. Du gehst auf die Jagd. Klassische Verteilung. Nein, wir werden nachher beide schnell zum Bauernhof düsen. Mal kurz gucken, dass wir ein paar Schweine kriegen. Und dann machen wir unten die Lagerkisten ran, während du die befüllst nach deinen Geschmäckern. Werde ich hier oben die Hütte bauen. Und anfangen, das Vordach zu bauen. Dass wir das auch mal dicht kriegen, ha?
Oder hast du andere Ideen? Nein, nein, alles okay. Alles gut, weil dann kann man auch schon vor Ort schon Mische reintun und dann können wir Eigenbeton machen. Genau, wir machen nachher auch drin alles dicht. Das heißt, wir müssen einmal eine Ebene abtragen, da setzen wir die Blöcke rein. Und dann können wir die Mischer schon aufstellen. So, jetzt muss ich mal gucken, was kann man denn alles machen. Oh, wir haben nur noch, echt nur noch 183 Fleisch. Das ist echt nicht mehr viel. Da ist er an mir vorbeigefahren. Jumm. So. Haben wir alles? Haben wir alles. Jetzt sind wir noch quasi die Dinger und das noch mit. Ah, siehst du, Eier. Hast du die Eier mitgebracht schon? Ja, obere Kiste. Ja, hab's ja schon. So. Och nee, ich kann nicht skillen. Warum kann ich nicht skillen? Die Kiste reicht nicht aus für 17 das, was man. Minuten noch nahtot. Okay. Aber muss ich leider rausnehmen aus den schönen Lootkisten. ja, wir müssen Gläser herstellen. Gläser. Ja. Okay. Tut mir leid. Denn. Oh, wir brauchen Holz. Holz ist links einiges Habe ich schon, drin. habe ich schon, habe ich schon. So, wie lange kocht das Ganze jetzt? Oh, sehr lange. Eine Stunde. Also das muss jetzt ungefähr eine Stunde kochen hier. Aber Okay. also Stunde Das. Dauerbetrieb. Gewehr, Maschinenpistole, Maschinenpistole, Sturmgewehr. Ja, also hast du Hunger? Ja, nein, noch nicht so. Hier. Gegessen, was auf den Tisch kommt. Oh, das Feine. Ja. Tag 12. Ich glaube, wir kriegen jetzt wieder einen Flieger. Ist das mein Fahrrad? Tatsache, ist mein Jagdgewehr. Fahrrad. So, soll ich da mitkommen zum Shotgun-Messier? Musst du nicht? Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, es geht sich. Ansonsten macht dir das Motorbike. Ach, apropos, hast du die Fahrzeuge zerstört? Dort? Nein. Nein. Dann mach die noch platt. So. Oder soll ich doch mit zurückkommen? So. Ja, dann wären wir schneller. Ach Ja so, gut, okay. wegen am Bike, welches ist jetzt? Also, Pass auf, ich nehme hier noch eine. Die Rohrzange, die zweier Rohrzange, die da drin kaputt ist, zerlege ich mal. Die eine Rohrzange nehme ich mit. Dann habe ich eine Einser und eine zweier Rohrzange. Die Axt packe ich noch mit rein. Oh Mann, 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 oh Mann. Topf bleibt da. Kochen kann es ja vor sich hin, das ist nicht schlimm. Da habe ich schon noch was. So, wieso habe ich den. Ach so, stimmt, ich habe eine Rohrzange zerlegt, deswegen habe ich wieder Metall. Da war eine Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Okay, so. Ja. Dann fahre ich schon mal vor. Da ist er. Jawohl, ich komme gleich nach. Ja, boing.
So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Shotgun Messier. Hä? Nicht Lagersäule, Shotgun Messier. Auf Karte zeigen. So. Weil da waren nämlich noch zwei Fahrzeuge auf dem Weg. Ja. Ja. Ein rotes und ein anderfarbiges. Genau. Vielleicht wieder ein Zombie, den man anspringen kann. Zwei doofe, ein Gedanke. Och nee, ich habe vergessen zu trinken. Egal. Pause? Ha? Ach so. Ja. Da ist er, da ist er, da ist er. Und keine Energie. Ha. Habe ich ein Messer dabei? Habe ich. Ja, komm du mal her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was beim Shotgun Messer. Ich weiß nicht. Warte mal. Ey, ich hab jetzt dreimal draufgehauen, jetzt verblute ich. Ich habe dreimal auf diesen Zombie gehauen. Dreimal. Zweimal mit einem starken Schlag, einmal mit einem normalen. Zweimal stark, einmal normal. Und habe nicht getroffen. Geh zurück, so dass ich aus der Reichweite bin und er trifft mich. Egal. Da warst du schon drin, hast du gesagt, ja? In dieser Grube? Oh, mit Fluss, ja. Ich glaube, da bin ich drinnen gewesen. Ja, da habe ich die Pizza. Da habe ich mir Pizza eingefangen. Okay. Nee, in der Grube mit dem Wasser? Nein, Wasser sagt schon nichts. So. Wobei, man kann doch diese rein vegetarischen Dinge auch kochen. Es hängt! Oh, Gott sei Dank. Ey, Wahnsinn. Ich habe hier nur Hänger in diesem Spiel gerade und ich gehe drauf. Ja, es sieht nicht gut aus bei dir. Geh zu, geh zu, geh zu, geh zu. Oh. Das war knapp. Das war echt knapp. Geh, das kann doch nicht sein! Leck mich am Arsch! Scheißspiel! Sorry, aber das muss jetzt sein. Ich heil mich, der Zombie kommt her, erwischt mich nochmal und ich verblute. Hab keinen Verband mehr. Das ist doch echt eine Verarsche. Naja, positiv gesehen, ich bin jetzt bei Shotgun Messier. Negativ gesehen, mein Fahrrad ist kilometerweit weg. Mhm. Egal. Bist du schon da? So, ich bin da. Ich kann dir dein Fahrrad holen. Ach so. Ich kann dir meins geben. Und dann? Ja. Nee. Wir zählen jetzt Autos. Schauen wir, dass wir einen Motor kriegen. Und dann gehe ich zu Fuß zurück. Und dann werde ich mich in dieser Höhle rächen. Zumindest gibt es Benzin hier. Zu Fuß ist aber ganz schön weit. Also. Magst nicht mein Fahrrad. Und dann? Wieder zurückkommen? Mhm. Kann ich machen, ja. So. Wobei. So weit ist das aber nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist gar nicht so schlimm.
Ah, du zerlegst schon. Schön. Ja, aber... Ja, im Motor! Dem Moment, wo ich sein wollte, aber es ist noch keiner da. Ist er aufgeploppt. Da ist er. Ein Motor. So, jetzt machen wir es auch so ganz weg. So. Dann würde ich sagen, ich nehme dir den... Ich nehme dir den ganzen Loot ab und fahr vor. Ja, das wäre... warte mal, ich packe den in die Kiste. Ja. Weil wenn ich das jetzt alles auf den Boden werfe, brauche ich länger. In die linke Kiste rein. So, soll ich noch irgendwas mitnehmen? Eigentlich nicht, oder? Nein. Okay. Schwimmfeder. Naja, Vorteil an dem Ganzen ist, ich habe jetzt wieder keinen Durst mehr. Ja, und du hast viel Zeit, Eier zu sein. Weil mit dem Fahrrad geht das ja nicht. Richtig, ich gucke auch hier in die ganzen Kisten rein. Finde ich ja was. Aber das haben wir alle schon gelernt. So. In meinem Rucksack ist meine ganze Munition drin. Ist nicht schlimm. Ich habe 5 Schuss im Gewehr. Ja, aber da gebe ich dir was. Also das. Nee, brauche ich nicht. Ich habe 5 Schuss im Gewehr. Der Rest ist. Ich konnte mich so weit rausretten, dass ich hinkomme, ohne die Zombies zu jagen. An meinen Rucksack. Was habe ich denn noch? Oh, ein Drittel habe ich schon. Vielleicht habe ich ja Glück. Messer habe ich dabei. Vielleicht rennt mir ja irgendwas über den Weg. Ja, 2 Eier habe ich schon. Das hat auch Vorteile. Ja. Siehst du, nur positiv. Ich denke nur positiv. Ich habe auch kein Problem damit, durch die Wüste und alles Mögliche zu laufen. Solange kein Hund kommt. Ja. Hund und Bär. So, ich bin, glaube ich, schon da. Oder? Bin ich da? Bin ich da? Ist da mein Bike? Ah, das ist die Höhle von dir, genau. Dann habe ich eine andere Höhle gefunden gehabt. So, aber du bist schon an der Höhle, das ist ja gut. Ja, ach komm, nimm mal mit. An der Höhle bin ich schon. Den Stein nehmen wir mit. Ich bin auch. Die andere Höhle ist eigentlich quasi daneben. Uah. Was denn? Ein Vogel. Schieß ihn ab. So, jetzt muss ich gucken, wo mein Rucksack ist. Da ist mein Rucksack. So, ihr kleinen Säcke. Da sind sie alle wieder. Na, kommt her. So, die beiden, die mich gedreht haben, sind schon mal Geschichte. Apachen-Artefaktu, sowas schon mal gehabt? Nein. Musst du mal herkommen, lass dich kaputt. So, ich mach nur das Auto da noch und dann bin ich wieder am Rückweg. Apachen-Truhe. Aha. Wenn du die aufmachst, dann hast du so einen Apachen-Song. Ich höre einen Zombie draußen. So. Motor, noch einen gefunden. Sehr gut. So.
Schön. Ich höre doch da einen Zombie. Ist der drin oder draußen? Bin hier fertig. Hast du die Kisten ganz leer machen können? Welche Kisten? Die noch drinnen waren, mit Loot und so, beim Shotgun Messiah. Ich habe jetzt nicht mitgenommen. Okay. Aber ich kann da mit dem Fahrrad zurückfahren, wenn ich noch Platz habe. Wobei ich das bezweifle, weil dann werden wir dann immer fahren müssen. Hier sind nämlich ganz, ganz viele Schätze versteckt. Ha, ich lache mich kaputt. Aber wie süß. Mit Höhleneingang. Unterwassereingang. Wow. Ja, vermeintlich. Aber wenn ich hier reinkomme, weiß ich noch nicht. Oder wie ich da hochkomme. Komme ich da nirgendwo hoch? Ne, hoch komme ich nicht. Okay. Hilft nichts. Nagelpistole bleibt zurück. Ja, hol ich dann. Ja. Na, wo kommst denn du her? Und Nagelpistole und Hammer, aber alles gut. Alles andere geht mit. Zwei Motoren habe ich jetzt dabei. Super. So, jetzt komme ich zu dir und schauen wir die Apachen an. Sind lustig. Ich hatte noch nie eine Apachenkiste. Für die, die es schon hatten, ja, ist es jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde es lustig. Nein! Ah, habe ich mich gewollt. Okay. Wenn ich bei der Apachenkiste bin, machen wir dann? Machen wir dann? Machen wir dann? Ja, könnte man dann machen, ja. So, 300, wobei das ist bald. Echt jetzt? Der Zombie ist oben und klappt sich durch die Höhlendecke. Ich komm schon. Ich bin unten, weißt du, will ein Zombie erledigen. Irgendwo ging es doch da auch da. Und schon kommen sie von oben wieder. Die pullen sich da runter. Ach, die 170. Hä? Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, in der Höhle. Zombie, du bist doch blöd, oder? Echt durch die Decke durchgekloppt. Kann da nicht einmal runter, ich habe überhaupt keinen Platz. Das hört sich so geil an. So, aber die Kiste aufmachen will ich. So, ich komme da runter zu dir. Bist du schon da? Ja. Ja. Wenn du reingehst, dann siehst du sie gleich. Oh, wow, was ist das denn? Oh ja, Kiste. So, dann mach ich mal auf. Ja, super. So. Du, ich habe hier eine Working Stiff Kiste gefunden. Da ist ein Motor drin und eine 5er Spitzhacke. So, aber wir müssen. Ja, warte, ich habe hier noch einen Zombie, den muss ich auch ganz kurz versuchen noch zu erledigen. Dann kann ich mich nämlich wieder zurückbewegen. Okay, Zombie erlegt und voll scheiße Herzchen. Machst du einen kaputt, kommt ein anderer. Was macht denn hier ein Cowboy? So, jetzt darfst du. Aber ich bin ganz unten in der Höhle, also Oh. Weil da
Da sind noch so Kisten und so. Ja, in der nächsten Folge, in der nächsten Folge. Sicher? Dann ist das ja alles schon leer. Ja, nee, ich bin auch relativ Folge voll. Wir machen das morgen. Aber es sind nur noch die drei Sachen. Nein. Ja. Soll ich zurückkommen? So. Ja, wir speichern hier ab und morgen machen wir weiter. Dann kommen die Zombies auch wieder. Wirst du sehen. Oh. Bist du dir sicher, dass du das willst? Ich habe nämlich hier gerade was ganz Schönes gefunden. Wenn du wüsstest, was hier versteckt ist. Nein, ich bin eh schon auf dem Rückweg. Ich wollte nur gucken wegen Pilzen noch. Oh. Verdammt, da geht noch ein Gang. Mama Mia, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, da war diese Höhle. Hey, ja, Roger! Ihr glaubt auch, ihr seid hier besser, ha? Ich wollte gerade rausschwimmen, weil ich nämlich am anderen Ende der Höhle bin und jetzt den Ausgang gefunden habe zu ihr. Geh mal am... Wieso kann ich hier nicht? Doch, jetzt. So, geh mal nach draußen. Ich bin schon fast bei der Base. Ich komme da gleich zurück. Okay, auch nicht schlimm. Ich wollte ja nur... Da komm schon rauf. Gibt's ja nicht. Da ist der Aufgang. So. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen. Das ist aber nicht schlimm. So. Ja, dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. Ja. Ich bin im gesicherten. Da hinten ist mein Fahrrad. So. Du darfst abmoderieren. Oh ja. So, dann sagen wir danke fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Tschüss.